auch. Guten Morgen, was kann ich für dich tun? Wo ist die Lady mit den Locken? Sarah? Sie ist krank, zumindest behauptet sie das. Oh. Sie hat einen neuen Freund. Was kann ich für dich tun? Das Übliche, wie immer, sie hat's immer schon fertig, weil ich immer spät dran bin. Dann spann mich nicht auf die Folter. Ein PB&B RHK-Sandwich. Okay, das PB wäre dann Peanut Butter, nehme ich an. BR, Bananen, Rosinen, H, Honig, K, Käse, Sandwich. Bist ja mit einem rasanten Stoffwechsel gesegnet. Läufst du Marathon oder sowas? Oh. Weißt du, meine Schwester ist mal Marathon gelaufen. Gott hab sie selig. Sie ist nicht tot, ist nur total erschlagen. Wir haben's kapiert, Sharon, du bist gerannt. Aber jeder muss morgens arbeiten. Ja, ich muss auch arbeiten, seit 3 Minuten schon. Und sorry, ich hab's eilig mit dem Sandwich. Eilig? Kannst du kein gutes Sandwich machen, Alter. Alfred, ich kann gerade nicht. Guten Morgen, Mr. Earl. Nein, ich bin spät dran und ich verhungere. Und die Lockenlady ist nicht hier. Sie heißt Sarah und sie hat einen Freund. Wir haben ein Problem im Gotham General. Ein Raubüberfall ist schiefgelaufen. Es ist früh am Morgen. Warum ist unser Fledermausfreund überhaupt wach? Rufen Sie Superman. Das war mein erster Gedanke. Leider hat er anderweitig zu tun. Typisch. Was ist mit Diana? Mein anderer erster Gedanke. Ärgerlich, aber ich erreiche sie nicht. Wie viele erste Gedanken haben Sie denn, bevor Sie das erste Mal an mich denken? Wie um Sie. Entschuldigung, ist mein Sandwich... Ich habe meine Lektion letztes Jahr auf dem Boot gelernt, was meine Schwester so ablässt, wenn sie betrunken ist. Kommentare über die Freunde meiner Mom, die eher was über sie selbst wissen. Hi. Ich liebe dich. Danke. Du scheinst auch sehr nett zu sein. Oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Ich verbinde mit Mr. Wayne. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott. Entschuldige, wenn das seltsam klingt, aber isst du den Schokoriegel da noch? Kannst du ihn mir rüberwerfen? Im Namen der Gerechtigkeit. Ich brauche dich hier sofort, Barry. Hi, Bruce. Ja, ich komme. Ein unglaubliches Chaos. Warum bist du nicht hier? Bruce, warum klingt es, als würdest du dich aus dem Staub machen? Falcones idiotischer Sohn will jetzt ganz oben mitspielen. Er hat mit einer Crew ein extrem tödliches Virus aus dem Labor in Gotham General gestohlen. Ich habe sie abgefangen, aber sie haben sich den Weg freigesprengt. Das mit dem Krankenhaus kriegst du hin, Barry, aber jemand muss den Rest der Welt retten. Das werde ich übernehmen. Einverstanden? Klingt ganz vernünftig, Bruce. Danke für die Rettung vor dem Abgrund, Flash. Barry. Gas- und Wasserleitungen sind beschädigt. Im Keller. Klar. Bin dran. Thank you.
wie der Justice League Hausmeister bin. Ist zwar nervig, aber ich akzeptiere es. Aber natürlich fällt mir auf, es ist immer wieder Bad Mist, den ich beseitigen muss. Rechnungen korrekt sind, und die Geschichte wird zeigen, in der Regel sind sie das, führen die Schäden an den Fundamenten in Kürze zum Einsturz des Ostflügels. Der Ostflügel steht. Was gut ist, denn meine Geschwindigkeit lässt nach. Mir geht der Saft aus, Alfred. Hören Sie das? Das ist mein Magen. Nein, doch nicht. Der Ostflügel stürzt ein. The Flash. Hier auf YouTube. Oh mein Gott! Flash! Nein, das kann doch nicht wahr sein. Hi. Ich liebe dich. Danke. Ich verbinde mit Mr. Wayne. Nein, bitte nicht. Ich brauche dich hier sofort, Barry. Du bist also in der Zeit zurückgereist? Aber Bruce, ich kann Dinge in Ordnung bringen. Ich könnte Menschen retten. Meine Mom. Ich könnte deine Eltern retten. Du könntest auch alles zerstören. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch. Also, wie war diese Woche? Wie war der Unterricht? Der Unterricht war gut. Oh, Kack. Das ist ein Psychotrip-Scheiß. Alter, das ist eine Katastrophe. Diese Welt muss sterben. Nein! Ich will sie nicht nochmal verlieren. Das ist nicht Clark. Mein Name ist Kara. Ich helfe euch. Interessante Gruppe. Braucht ihr Hilfe? Er ist Batman? Ihr wollt durchdrehen? Dann drehen wir durch. Wow, das ist oberkrass! Das hier ist unbekanntes Terrain. Batman, was sollen wir tun? Versuchen wir nicht zu sterben. Bereit? Bereit. Los geht's. Ausgefallene Freunde. Ja, das war ein Uber. Oh, du Luxusklasse.